Wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Moritz und ich sind jetzt gerade aufgestanden. Also aufgestanden, weil er ist schon seit 6 Uhr wach. Oder wir sind schon seit 6 Uhr wach. Aber wir gehen es diese Woche ganz entspannt an. Denn Moritz und ich sind alleine. Jetzt schon der vierte Tag. Und es ist einfach wunderschön, mit ihm auch mal diese Zeit zu genießen. Aber Alex und seine Schwestern sind gerade aktuell in Deutschland und besuchen Familie. Die alte Heimat, machen noch einen kurzen Stopp in Hamburg für Musical. Sowas gibt es hier nicht, sowas Tolles. Genau, ich wollte jetzt hier erstmal lüften. Moritz spielt mit seinen Autos, wir haben schon gefrühstückt. Kindergarten ist eigentlich offen, aber ich habe gesagt, er soll zu Hause bleiben. Und jetzt gleich kommt für 3 Stunden unsere Kinderfee vorbei, weil ich muss noch so ein paar Sachen erledigen. Ist halt eine ganz normale Arbeitswoche. Ich muss jetzt gleich zu Kinder, da nehme ich euch kurz mit, denn da fängt heute der Schlosser an. Da muss ich jetzt gleich direkt um 9 Uhr da sein. Ich muss noch ein paar Sachen rumbringen, erzähle ich euch alles an der Kinder. Und da nehme ich Moritz nicht mit, das ist mir zu unsicher. Da liegt überall Schutt. Die Baustelle, ihr wisst es, das Dach ist weg, da kann jederzeit was runterfallen. Die Fenster sind offen, das Kind kann irgendwo abstürzen. Deswegen habe ich gesagt, soll er gleich mal ein bisschen auf den Spielplatz mit unserer Kinderfee. Ja, hi, die Hunde kann ich auch mal reinlassen. Es ist früh morgens und die Küche sieht seit Tagen einfach super ordentlich aus. Es ist mit einem Kind so viel weniger zu tun, das merke ich. Man muss weniger einkaufen natürlich, weniger Haushalt machen. Ist echt ein bisschen wie Urlaub für mich, auch wenn ich ein bisschen was machen muss, aber es ist schön. Ich genieße es, auch die Zeit mit Moritz alleine. Ich habe hier noch Parkettmuster, das ist glaube ich jetzt Vinyl. Aber da muss ich unbedingt mal gucken, was uns hier gefällt. Da muss ich noch eine Auswahl treffen. Das passt immer bei Alex, der bringt ja auch die Kinder weg, hat dann schon die Hunde im Auto und geht dann direkt eine Runde im Hundepark und fährt dann anschließend zur Kinder arbeiten. Ich bin dann aber schon zu Hause, kümmere mich um den Haushalt und fang direkt an zu arbeiten. Also das ist immer eine gute Aufteilung. Alex kommt Samstag wieder, das heißt, wahrscheinlich werden wir die Hängematte mitnehmen, ein bisschen abhängen im Wald, vielleicht Schaschlik grillen oder sowas. Samstag erstmal, glaube ich, zu Hause, dann müssen sie sich von der Anreise ein bisschen ausruhen. Ich freue mich so, wenn sie zurück sind. Es ist so ruhig zu Hause und so alles einfacher, in dem Sinne von einfacher. Man hat mehr Zeit, weil weniger Haushalt, weniger Wäsche, weniger Kochen, weniger Zeit für Einkaufen. So ein Wocheneinkauf für 6 Personen, da bin ich halt auch mal eine Stunde oder 45 Minuten eine Stunde im Supermarkt unterwegs, bis ich alles habe, ne? Und ich bin schon schnell und routiniert, was das angeht. Ich genieße einfach extrem die Zeit mit Moritz alleine. Und wir waren gestern am Strand zusammen. Es war auch echt schön. Angezogen bin ich schon mal. Babybäuchchen. Fast 24. Schwangerschaftswoche. Moritz ist jetzt auch angezogen, müssen noch Haare kämmen. Also ich mache ihn jetzt komplett fertig, damit das unsere Kinderfee nicht machen muss. Damit die gleich direkt spielen können. Die fahren dann wahrscheinlich bei dem tollen Wetter auch ein bisschen auf den Spielplatz. Ich lasse die jetzt erstmal so stehen, die Autos. Nicht, dass er gleich sauer auf mich ist, weil ich die wieder weggeräumt habe. Was ist, Schatz? Mama. Ja, Schatz. Hallo. Ha? Oh, das ist ein Weihnachtspullover. Ist aber nicht schlimm, Schatz. Ist nicht schlimm. Noch Haare kämen. Für deinen kleinen Bruder müssen wir keine Autos mehr kaufen. Da haben wir genug von. Ach so, sorry, falls ich jetzt jemanden vorweggreife. Wir hatten ja eine kleine Party, um das Geschlecht zu erfahren mit unseren Kindern. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, hier kommt einen zweiten Jungen nach 3 Mädchen hintereinander. Dann Moritz, jetzt noch ein Jungen. Wir haben uns natürlich sehr gefreut. Insgeheim habe ich mir einen Jungen gewünscht. Natürlich wäre es mit dem Mädchen genauso schön gewesen. Alex hat sich ein Mädchen gewünscht. Man darf sich ja trotzdem so ein Geschlecht wünschen, ne? Ich freue mich einfach unheimlich für Moritz. Und dass wir noch so viele Sachen da haben. Ach so, ich kann euch auch mal ein Babyhaul zeigen. Ich war letztens nämlich das erste Mal Babyshoppen. Und ich glaube, ich habe jetzt wirklich alles zusammen. Fürs Wochenbett und für die erste Zeit mit Baby. Ich muss hier noch die Taschen auspacken. Die sind voll mit Sand. Das habe ich gestern Abend nicht mehr geschafft. Duschen und dann auch
Kekse backen mit Moritz und ab ins Bettchen. Das ist noch an Wäsche, was zusammengelegt werden muss. Ansonsten habe ich alles weggewaschen jetzt über die letzten Tage. Alles leer. Glaub mir, das würde ich sonst nie schaffen. So, ich schaue jetzt nach alten Handtüchern oder alte Kleidungsstücke, die wir nicht mehr brauchen, die wir sonst eh entsorgen würden. Und ich habe so ein paar Handtücher, die Löcher haben. Oder die halt starke Verschmutzungen haben, die nicht mehr rausgehen. Die nehme ich jetzt mit, weil die brauchen die Handwerker an der Quinta. Kleidung oder Handtücher, die danach weggeschmissen werden kann. Es geht irgendwie um den Metall, um den Dachstuhl, weil das Metall muss gereinigt werden, bevor es verbaut wird. Er hat mir eine kurze Nachricht geschrieben, dass er was braucht, ob wir was haben. Die schauen natürlich auch von sich aus, ob die noch irgendwas haben. Wird mir sicherlich gleich erklären, wofür. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel zusammenkriege, weil immer finde ich auch regelmäßig aussortieren. So, hier fehlt der Knopf. Normalerweise auch so alte Handtücher behalten wir eigentlich, weil die perfekt sind für die Hunde, für den Hundebad. Also sowas hier zum Beispiel, das kriege ich nicht mehr rausgewaschen. Das war mal buntes Haarspray jetzt hier vom Fasching. Ich gebe euch mal kurz einen Einblick. Also das hier ist schon richtig voll geworden für die Erstausstattung. So, ich fahre jetzt los. Sie ist da, ich brauche Geld. Die Säcke haben wir schon mal oben gebracht. Ich gehe als erstes mit Heidi und Bella, danach Sunny und Bruno. Immer in Zweiergruppen. Das ist übrigens neu und ich gewöhne Sunny gerade dran. Auf jeden Fall habe ich mir ein Geschirr geholt mit Griff, weil ich sie in der Schwangerschaft nicht so gut halten kann. Vorher hatte sie ein normales Halsband. Ich habe das gesehen und Alex ist das ja egal, ne? Der Hauptsache, er sagt, die Hunde kommen raus. Aber sieht halt ein bisschen ranzig aus, deswegen habe ich jetzt ein neues gekauft. Das Geschirr müssen wir allerdings noch trainieren. Mag sie nicht so gerne. Ach, let's go. Guck, das ist es. Du bist so schwer. Oh, du bist so schwer für mich geworden in der Schwangerschaft. Super, Sunny. Nehmen wir doch alle vier heute, hä? Ich fahre los. Weil einige immer fragen, ob ich einen Führerschein habe, weil man mich nie Auto fahren sieht. Ja, man sieht nicht alles. Ich habe zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, kaum Kopf dafür, Kamera oder irgendwas mitzunehmen. Aber ja, ich habe seit 15 Jahren einen Führerschein und unfallfrei seitdem. Sind an der Kinta angekommen. Ich habe die Hunde jetzt alle mal mit in den hinteren Garten genommen, weil ich weiß, dass hier nichts passieren kann. Aber ich schließe da gleich oben das Tor, dass sie nicht zur Baustelle reinkommen. Hüpfen wir schon freudig durch den Garten. Hier ist einfach toll, ne? Die können durch den ganzen Garten hüpfen, springen. Dann sind die gleich ein bisschen ausgepowert und dann nehme ich die vier in den Hundepark. Ich glaube, ansonsten haben die mir zu viel Energie. Weil dann gehe ich nicht in zwei Gruppen. Sunny wollte jetzt aber unbedingt mit und da freue ich mich drüber. Schön durch die Bananenpflanze. Und Sunny kriegt heute eh ein Bad von mir. Die ist heute eh dran von da. Ja, jetzt haben die erstmal genug zu tun. Boah, die Schiffe sind laut hier. Bella? Nein? Gut. Ich muss nur aufpassen, dass die mir Mäuse nicht meine Früchte oder so abreißen. Ich setze mich jetzt hier ein bisschen in die Sonne, genieße das Wetter. Ich habe gerade mit unseren Mitarbeitern gesprochen. Die brauchen die Kleidung, um das Metall sauber zu machen, weil das verölt ist. Aber der Schlosser ist noch nicht da. Irgendwie erreicht er den auch nicht. Mal schauen, ob er noch kommt. Vielleicht fängt er einfach nur später an. Es ist 9, vielleicht fängt er um 10 an. Aber eigentlich hatten wir gesagt, dass sie zusammen alle starten. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich hatte tatsächlich nur einen Kaffee und eine Banane. Und jetzt merke ich, dass ich Hunger habe. Aber es ist jetzt mittlerweile auch schon 10:30 und der Schlosser ist immer noch nicht da. Ich meine, man kann ja wenigstens Bescheid sagen, dass man nicht kommt. Ist doch einfach nur auch Höflichkeit. Genau, es geht um dieses Metall. Das ist so dreckig. Er sagt, das muss vorher einmal sauber gemacht werden, bevor es verbaut wird. Und dafür brauchten wir die alten Kleiderschucke. Und das war einfach perfekt heute Morgen, weil ich habe den Jonas Kleiderschrank ausgemistet. Da waren viele Sachen zu klein. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt gerade einen Joghurt bestellt mit Früchten und ein Wasser. Das habe ich nämlich auch vergessen. Die Hunde haben überall so Klette in den Haaren. Ach, schade. Ich dachte echt, wir können heute starten mit dem Dachstuhl. Es ist 2 Stunden später, jetzt ist auch meine Geduld am Ende. Ich werde jetzt hier wegfahren, weil ich habe auch Moritz jetzt zu Hause wartet mit der Kinderfee. Die waren aber am Strand spazieren gehen. Und ich kriege schon einige Fragen, warum man nicht in den Kindergarten geht. Ganz einfach, weil ich denke, für ihn ist es schöner in der gewohnten Umgebung mit unserer Kinderfee,
Das ist quasi hier der Oma-Opa-Ersatz für unsere Kinder. Und die sind jetzt am Strand gewesen. Fahrradfahren ist doch wunderschön. Besser als jeder Kindergarten. Ich schaue jetzt mal gerade noch rein, zeige euch kurz die Arbeit, was hier unsere Helfer machen. Und mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich habe gar keine Lust auf den Stillstand jetzt hier, was den Dachausbau angeht. Vor allem die nächsten 10 Tage sollen sonnig werden. Tür zu. Müssen hier nicht rumlaufen. Schauen wir gerade hier zusammen einmal durch. Jetzt wird auch die andere Hälfte von dem Haus verkastet, damit, wie gesagt, der Dachstuhl drauf kann, wenn der Schlosser denn mal kommt. Ja, so sieht das hier aus. Da wird der Beton reingegossen, um alles glatt zu machen, damit die Dachbalken drauf können. Schön sonnig. Schöne Arbeitsbilanz auf jeden Fall. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe mich gerade schnell umgezogen, weil ich komplett voll war mit Erde, Sand, Hundesabber, Hundehaare. Wir haben ordentlich getobt an der Kinta und jetzt war ich 2 Stunden da. Und die Hunde pennen jetzt draußen in der Sonne im Garten. Wir haben gerade Futter bekommen und ich mache jetzt kurz noch ein Video für euch fertig, dieses Video. Die kommen auch in einer Stunde wieder, also ich habe jetzt noch 1 Stunde Zeit für die Videobearbeitung. Ich hatte ja gerade an der Kinta schon was gegessen, das reicht erstmal. Und dann, wenn Moritz zurück ist, ziehe ich ihm die Badehose an und dann waschen wir zusammen die Hunde. Da hat er auch noch Spaß bei, weil die Sonne scheint, es ist warm, 23 Grad. Und dann mache ich das mit Moritz zusammen. Ich zeige euch jetzt gleich auch noch mal kurz, was ich die letzten Tage beim Babyshopping so ergattert habe und was ich noch bestellt habe, weil es gibt hier keinen richtigen Babyfachmarkt. Es ist hier sehr, sehr wenig. Unsere Kinderfee hat uns tatsächlich auch gesagt, dass sehr viele zum Festland fliegen, um zum Beispiel Kinderwagen zu kaufen und die ganze Erstausstattung. Das wollte ich jetzt nicht. Mich in den Flieger setzen und drüber fliegen. Aber ich habe einiges auch noch auf Amazon gefunden. Aber ich habe auch vieles hier bekommen. Die Hunde sind immer noch so ruhig und entspannt. Ich höre keinen Hund seit einigen Stunden. Video ist fertig. Moritz ist auch mittlerweile zurück, spielt unten ein bisschen. Ich schnappe jetzt ihn gleich, wasche wie gesagt die Hunde. Ich habe jetzt doch noch schnell Hunger bekommen. Übrigens, so normale Hosen passen nicht mehr über die Hüfte. Sieht ein bisschen komisch aus. Trage ich lieber die Latzhosen. Ich habe jetzt noch Sushi von gestern. Das ist frittiertes Sushi. Und wir haben noch leckere Cookies von gestern. Oh, mit Lotus und Bueno hat Moritz gegessen. Das ist Pistazie. Die essen wir jetzt noch, bevor es zur Schwimmschule geht. Kleinen Snack und dann bin ich bereit für die Hunde. Bisschen Sonne tanken, Vitamin D tut auch einfach ultra gut in der Schwangerschaft. Allgemein, nicht nur in der Schwangerschaft. Oh mein Gott, ja, doch. Das ist so schön. Ich frage mich, wie es Alex geht im grauen Deutschland. Er sagt, regnet, Sonne kaum gesehen. Aber Alex mag das. Leona auch. Alex mögen die kühlen Tage. Pauline und Frieda haben schon nach der Sonne gefragt aus Madeira. Das würden die sich jetzt wünschen. Der Kleine ruft. Ja, ich komme. Das ist übrigens typisch, ganz normal als Mama. Man setzt sich gerade hin und man wird wieder gerufen, oder? Und das, wenn man dann 4 Kinder hat, dann ist man nie am Sitzen. Das hat sich wirklich mit der Anzahl der Kinder verändert. Weniger Möglichkeiten, sich zwischendurch mal hinzusetzen. So, jetzt aber, pass auf. Guck mal, ob es klappt. Ich hoffe, das schmeckt mir, weil es ist kalt. Ich habe es nicht warm gemacht. Mhm. Nimmt seine Snacks mit zur Belohnung. Nicht alle Hunde lassen sich gerne bei uns campen, wobei doch campen mag jeder. Gerade Sunny, die liebt das aber raschen. Die machen das alles super mit, die kennen das, aber ist jetzt nicht so gut. Hier ist alles Wichtige für Hunde drin. Medikamente, zum Augen sauber machen, verschiedene Haarbürsten, Krallenschneider, Tücher. Das brauchen wir mal für Bruno zum sauber machen. Und jetzt nehme ich die hier mit raus. Shampoo. Wo ist das Shampoo? Hier oben ist das Shampoo. Den Wäschekörbe nehme ich mit zum Saubermachen für die Hunde. Da kommen die Pfoten rein, kurz einweichen lassen. Müllsack für die Haare. Da kommt gleich ordentlich was raus. Ah, die Hunde. Die Hunde sind schon mal da. Ich fange an mit Auskämpfen. Ja, ihr wisst, was passiert. Die Hunden! Ja! Erstmal muss ich Moritz ein bisschen ablenken, damit ich Ruhe habe hier. Waschen.
Ich bereite mir alles vor. Ich bereite mir immer alles vor, wie so auf dem Doktortisch, OP-Tisch hier. Das jetzt, weil ich muss euch das ganze Unkraut aus den Haaren ausmachen. Augenpflege mache ich zum Schluss, ja. Die setzt sich sofort hin, die weiß, was hier los ist, ne? Ich zeig euch das mal, diese kleine Dorn, das ist einfach so eine Klettpflanze. Ja, Schatz? Na, komm her. Ja, mach aus, Schatz. Ja, warmes Wasser. Ja. Sitz. Warte. Heidi, ab. Ab, Heidi. Boah. Du bist ordentlich durch die Büsche heute gelaufen. Und unsere Straßenhündin Heidi, die verliert die meisten Haare. Aber sie liebt es. Hier. Sitz. Gut, gell. Sani. Die anderen sind fertig. Sani. Ja, super. Man sieht es hier ganz gut, wie dreckig das Wasser ist, wo man denkt, die Hunde sind sauber, ne? Mama, Heidi, es war... Heidi, warte. Mama, das blaue, dunkelblaue Wal. Dunkelblauer Wal? Ja, das hier. Heidi muss man nicht oft waschen. Vielleicht 2-3 Mal im Jahr. Ist ja auch sonst nicht so gut für die Haut, ne? Okay. Super. Ah, ja, genau. Heidi, komm mal hier hin, du bist noch trocken. Heidi. Sani, warte. Wieder umgezogen. Sag bitte, dass es nicht nur mir so geht als Hundebesitzerin. Ich habe mir jetzt bequem Hose angezogen. Tasche war fertig gepackt. Jetzt hat der Schwimmträger ganz spontan abgesagt, weil er erkältet ist. Finde ich aber besser so, anstatt dass nachher noch irgendjemand sich ansteckt. Ja, kann ich gleich die Tasche nochmal auspacken. Das heißt, wir bleiben zu Hause, aber ist auch okay. Habe ich mir Zeit jetzt für mich. Ich zeige euch jetzt mal gerade meine Babyausstattung. Ich zeige euch das einfach so, dann habt ihr eine schöne Übersicht. Ich möchte stillen, aber ich habe immer schon gerne Flaschen im Vorrat gehabt, falls es nicht klappt, dass man nicht im Wochenbett noch losfahren muss und da so einen Stress macht, weil ich genau weiß, was ich will und was ich brauche. Das ist jetzt meine Sachen für mich persönlich. Jede Schwangere hat andere Bedürfnisse. Wir lieben die Nuckflaschen, damit unsere Kinder immer gut rausgetrunken. Dazu habe ich auch den Vaporisator. Den brauche ich so oder so, wenn ich stille, für die Milchpumpe. Gerade wenn ich abpumpen will, damit Alex füttern kann, haben wir auch dafür Flaschen, wenn ich stille in der Stillzeit. Dann haben wir hier noch einen Schlafsack von Moritz, den brauchen wir allerdings erst später. Dann habe ich so ein paar Kleidungsstücke gekauft. Guck mal, so kleine T-Shirts, weil es wird ja ein Sommerjunge. Ja, hier kannst du die Autos spielen, wir gehen gleich rüber. Dann ein paar Strampler für die Nacht mit Füßchen, finde ich immer super praktisch, dass sie nicht kalt werden. Und diese Krake musste mit, ich habe mich so verliebt, die hat 20 Euro gekostet, 21 Euro, was ich sehr, sehr teuer finde, ehrlich gesagt. Aber die sind wohl super beliebt und viele von euch haben die auch, weil die Tentakeln sollen an die Nabelschnur erinnern.
Oh, das fand ich einfach süß, vor allen Dingen, weil, ja, ich finde, sie passt halt auch perfekt nach Madeira, an den Ozean. Das ist das sein erstes Kuscheltier. Dann habe ich noch so eine süße Hose mitgenommen. Also wir haben noch ein paar Babysachen von Moritz, allerdings keine Babygrößen mehr. Der hier, der Schlafanzug, war auch im Angebot. Dann geht's hier weiter. Ich habe mitgenommen eine Nagelschere. Ein Schnuller, falls wir einen brauchen, dass wir ihn vorrätig haben. Ich habe immer die Mom genommen. Jetzt wollte ich diesen mal ausprobieren. Der hatte echt eine gute Bewertung. Dann das Thema Stillen. Ich habe mir eine Milchpumpe gekauft. Und zwar die von Medela. Das ist die Swing Maxi. Damit kann man gleichzeitig beide Brüste abpumpen. Passend dazu, wenn Alex füttern will, den Kalmar-Sauger. Die Flasche kennen wahrscheinlich viele. Ähnelt auch der Brustwarze, ist allerdings nur für Muttermilch geeignet. Da kann man jetzt keine Pränahrung reinmachen. Hier das Ganze nochmal nur der Aufsatz. Und nochmal passend dazu die richtigen Flaschen. Ich werde nichts unversucht lassen, aber erstmal ganz entspannt ohne Hilfsmittel und gucken, wie es geht. Noch ein Öl zum Eincremen. Babysocken braucht man immer. Kann man auch super über die Hände ziehen. Wenn die Nägel zu lang sind am Anfang, sollte man die ja nicht schneiden. Dann fürs Wochenbett ein paar Einlagen. Ich bekomme aber auch welche vom Krankenhaus mit. Ja, darfst du. Dann ein paar Stilleinlagen von der Eigenmarke von Wells hier. Weil ich meine nicht gefunden hatte. Die von Avent habe ich dann nachträglich doch gefunden. Ich brauchte neue Mulltücher, hatte ich alle gespendet. Und deswegen habe ich da ein paar Packungen mitgenommen. 100% Baumwolle, auch ein paar luftige. Kurzarm-Bodies, sehr, sehr wichtig. Am liebsten mag ich Wickel-Bodies. Habe ich aber noch bei Amazon welche gefunden. Luftige Hosen. Bei Zara verschiedene Langarm-Bodies. Ist immer perfekt unter den Strampler. Flaschenbürste. Dann hatte ich letztens ein Paket von Fuchs und Kiwi bekommen. Hier sind noch ein paar Sachen von Moritz, allerdings in Größe 74, weil als wir ausgewandert sind, war er schon 6 Monate alt, da haben wir die ganze Babykleidung gespendet ins Kinderheim. Aber hier sind schon so ein paar Kurzarm-Sachen dabei. Ich hatte jetzt noch Stillhütchen von Medela bestellt und andere Hauben für die Milchpumpe, weil ich da Größe L habe und das muss halt passen. Und ich habe Mammkompressen noch bestellt bei Amazon, die gab es hier leider auch nicht. Die kann man sich auch während der Stillzeit auf die Brust legen und solche Wärmekissen oder Kühlkissen für die Brust in der Stillzeit und Himmelblättertee. Das gab es hier auch irgendwie nicht. Ich könnte noch ein bisschen Neugeborenenkleidung gebrauchen, aber da warte ich noch ab, bis die Sommersaison kommt, weil wir auch gerne kurze Kleidung hätten, weil es im Sommer sicherlich warm wird. Okay, Moritz hat sich die Holzautos rausgesucht. Ich bin die Polizei. Hast du hier schon mal durchgeguckt, Moritz? Da sehe ich dich ganz, ganz häufig hier drin. Blau. Du hast das Blaue, ich habe das Gelbe. Hallo. So, meine Lieben, ich will die Zeit mit ihm genießen, ohne die Kamera. Dann gibt es gleich einfach nur noch Abendbrot, dann kuscheln wir uns schon ins Bettchen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal am Sonntag wieder. Ich habe am Wochenende noch ein Video für euch. Bis ganz bald. Ciao, ciao.